Herzlich willkommen in Fit at Home TV Westsachsen gemeinsam mit dem Sportpark Zwickau Glauchau Meerane. Wir versuchen die Übungen zu finden, die für euch wichtig sind und die ihr zu Hause trainieren könnt, bis wir uns wieder gemeinsam im Studio sehen. Unser Thema heute ist es, wie korrigiere ich meine Haltung, aber heute in der Brustwirbelsäule. Die Hauptproblematik, die wir dort haben, ist ja, dass wir durch unsere Tätigkeit ganz häufig oder durch das viele Fernsehgucken zu Zeiten von Corona, ihr wisst schon, in der Position seid. Und dieses aufzulösen fällt sehr schwer, weil wenn ihr über den Tagesschnitt schaut, wie viele Stunden wir häufig in dieser Position bleiben. Und jetzt wollen wir mit ein, zwei Übungen den Körper in die Position bringen, am besten so, dass der dauerhaft dort bleibt. Das geht, aber muss gezielt sein. Wir haben in der Position 1, die Brustmuskulatur vorne ist verkürzt, demzufolge wird das Schultergelenk auch in eine Position eines Engpasses geführt und die Brustwirbelsäule in eine zu starke Krümmung. Diese Krümmung führt im Seitbild dazu, dass die Halswirbelsäule überstreckt ist und dort genau die Nervenbahn einklemmt, die die Hände fixiert. Auch heute zäumen wir das Pferd von hinten auf. Wir machen als erstes eine kleine Mobilisation, dann dehnen wir sehr, sehr intensiv die Brustmuskulatur, um einen sehr guten Trainingsreiz für den Rücken setzen zu können. Wir beginnen im Stand mit einer parallelen Fußstellung. Schaut bitte immer wieder auf die Füße, dass die gleich stehen. Wir lassen die Arme schön locker und bringen uns erstmal in die Aufrichtung. Wir sinken etwas zusammen und beginnen vom Becken her langsam aufzurollen, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Wir machen das jetzt noch viermal und versuchen von Wiederholung zu Wiederholung auch den Hinterkopf weiter in Richtung Decke zu ziehen. Wir sinken zusammen, rollen uns langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken die Schultern ab. Noch einmal. Wir sinken zusammen, rollen langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Noch zweimal. Wir sinken zusammen, rollen uns langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten, senken ab. Und denkt dran, jetzt ist die entscheidende Position. Wir rollen ein und versuchen uns so weit wie möglich in Richtung Decke zu bewegen. Aufrollen. Der Hinterkopf führt ganz weit in Richtung Decke. Wir sind aufrecht, die Knie sind gestreckt, der Po ist unter Spannung, das Becken ist vorn. Oberkörper aufrecht, Hinterkopf zur Decke, Kinn zum Kehlkopf. Erst jetzt lohnt es sich weiter zu üben. Wir lassen die Arme locker und kreisen erstmal locker mit den Schultern nach hinten. Wichtig ist, bei den Sachen im Schultergürtel mobilisiert erstmal etwas die Muskulatur. Lasst euch Zeit und zeigt der Muskulatur und auch dem Gehirn, um welche Zone es sich jetzt bei euch dreht. Alle Übungen, die wir heute im Stand machen, könnt ihr auch gerne im Sitzen machen. Gerade für den Fall, wenn ihr nicht selbstständig stehen könnt, im Rollstuhl sitzt oder ähnliche Probleme. Wir wechseln jetzt auf im Wechseln mit den Schultern nach hinten. Das bedeutet, eine Schulter kreist nach hinten, der Oberkörper stabil, die zweite Seite. Ihr seht schon, diese Übung kommt ganz häufig bei uns vor. Sie ist einfach auszuführen und hilft uns wirklich ganz gezielt, den Schultergürtel zu mobilisieren. Wenn ihr sehr verspannt seid, versucht sehr viele Wiederholungen hiervon zu machen. Das können ruhig über 2 bis 5 Minuten Bewegungsausführungen sein, weil damit schafft ihr es wirklich, die Durchblutung in diese Zone zu lenken. Der Muskel lässt dann locker, ist gut mit Sauerstoff versorgt und über die Zeit hinweg löst sich die Verspannung auf. Wir haben die Zeit leider hier nicht an diesem Punkt und wechseln zur nächsten Übung. Der Oberkörper geht mit. Eine Schulter kreist nach hinten, löst auf, zweite Seite nach hinten. Der ein oder andere wird jetzt denken, Mensch, ich habe doch eigentlich nur 5 Minuten Zeit, jetzt soll ich von den 5 Minuten so einen großen Teil Mobilisation machen. Und dann muss ich sagen, es ist eindeutig so, lieber 4 Minuten Mobilisation und 1 Minute effektives Training, als sich im Schulter-Nackenbereich zu verletzen. Also, die Mobilisation ist nicht zu unterschätzen. Einmal noch auf jeder Seite. Dann stoppen wir die Bewegung und kommen gleich zu einer der effektivsten Dehnungsübungen im Schultergürtel. Diese erfolgt aus der Bauchlage heraus. Wir gehen also in Bauchlage, legen uns so ab,
das als erstes ein Arm, wir beginnen mit der rechten Seite, seitlich liegt. Und zwar so, dass er handbreit über Schulterhöhe liegt, also ein klein wenig höher als Schulterhöhe. Jetzt lassen wir den Arm durchweg am Boden. Der gegenüberliegende Arm hilft uns etwas bei der Übung. Wir drehen uns langsam von dem Arm weg. Schlagen auch das obere Bein über das untere, um etwas mehr Kraft über das Hüftgelenk auszuführen. Bleibt bitte in dieser Position und gebt euch etwas Zeit. Wenn ihr merkt, dass das in der Schulter sehr wehtut, könnt ihr auch durch eine Variation des Armes das erleichtern. Das bedeutet, ihr führt die Hand einfach etwas weiter in Richtung Becken, probiert erst auf Schulterhöhe, dann leicht runter den Winkel zu finden, der euch im Schultergelenk hilft, diese Übung trotzdem auszuführen. Ich lasse jetzt den Arm mal etwas tiefer, dass ihr auch dieses Beispiel sehen könnt. Und wir verstärken dann auch die Dehnung. Das bedeutet, wir versuchen in die Ausatmung hinein etwas weiter aufzudrehen. In die Ausatmung hinein etwas weiter aufdrehen. Achtung, wichtig ist im Nachhinein das Signal an das Gehirn, ihr könnt diese Position selber halten. Und zwar geht das so, wir drehen uns dann in Bauchlage und ziehen den zu dehnenden Arm vom Boden weg. Achtung, wir drehen uns in Bauchlage, ziehen den Arm vom Boden weg. Halte die Position. Halten, 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 halten. Löst auf und wechselt die Seite. Auch hier, meine Kollegin wird die schwerere Variante zeigen, ich die, für diejenigen, die Probleme im Schultergürtel haben, Schultergelenk selber haben, Entschuldigung, die Hand bei mir ist etwas tiefer als Schulterhöhe, bei ihr ist etwas höher und wir beginnen wieder von der Seite wegzudrehen, schlagen das obere Bein über das untere und lassen uns Zeit. Ihr dürft die Dehnung ruhig in der Brustmuskulatur im Arm oder der Schulter spüren, aber es sollte kein intensiver Schmerz in der Schulter, im Schultergelenk selber zu spüren sein. Wenn dieses der Fall ist, geht ein kleines Stück aus der Dehnung heraus und halte diese dann in dieser Position. Atmet gut durch, atmet gut durch. Achtung, auch hier das Signal ans Gehirn, beginnen Bauchlage und ziehen den Arm vom Boden weg. Hoch mit den Armen, wir bleiben abgelegt, halten den Arm oben, halten, halten und lösen auf. Wir bleiben gleich in Bauchlage und schließen eine Rückenübung an. Genau darum ging es. Durch die Vordehnung der Brustmuskulatur kann die Rückenmuskulatur jetzt viel effektiver trainieren. Wir bleiben abgelegt und wählen eine ganz einfache Variante. Das Becken ist am Boden, beide Fußspitzen drücken in den Boden, wir strecken die Knie. Bauen von der Seite her eine Grundspannung von den Beinen über den Po auf und dieses hilft uns auch im Rücken gut zu trainieren. Die Arme sind seitlich, wir haben einen rechten Winkel im Ellenbogengelenk und auch zum Oberkörper. Wir heben die Arme vom Boden weg, die Blickrichtung bleibt zum Boden. Ihr könnt gern wie ich auch den Kopf vorsichtig vom Boden wegnehmen, ihr könnt ihn aber auch anlehnen. Wenn ich das jetzt mache, hört ihr mich nicht mehr, weil mein Mikrofon ist. Deswegen lasse ich meinen Kopf vom Boden etwas weg. Und jetzt könnt ihr versuchen, in dieser Position die Arme höher zu ziehen und abzusenken. Das ist eine wirkliche Basisübung, die euch hilft, den oberen Rücken zu trainieren. Wenn dieses sehr schwer fällt, würde ich jetzt die leichte Variante wählen. Ihr legt dann einfach unten ab, sammelt die Kraft, hebt wieder und senkt ab. Hebt wieder und senkt ab. Ihr könnt diese Übung so lange ausführen, bis ihr eine deutliche Ermüdung im oberen Rückenbereich spürt. Dann legt ihr kurz ab, entspannt kurz auch die Beine, lasst kurz locker. Dann wiederholen wir diese Übung, eine zweite Serie, beginnen wieder von den Füßen, die Fußspitzen in den Boden zu drücken, die Knie zu strecken, das Becken bleibt am Boden. Wir heben die Arme weg und beginnen. Wir heben und senken ab. Eine grobe Orientierung an Wiederholungen ist ca. 20 Wiederholungen, also 15 bis 25 ist ein gutes Maß. Seid ihr unter 15, legt einfach unten ab, hebt wieder, legt ab. Seid ihr über den 25, versucht mehr in der oberen Zone zu trainieren, die auch deutlich schwerer ist.
Atmet immer gut durch, denn die Atmung hilft euch, die richtige Intensität zu setzen und euren Blutdruck stabil zu halten. Wir stoppen die Bewegung, lösen langsam auf und kommen zu einer Abschlussübung. Wir dehnen leicht die Brustmuskulatur nach, gehen dazu in den Kniestand und nehmen die Hände weit nach vorn. Wir versuchen jetzt einfach so tief zu gehen, bis ihr einen Zug in der Brustmuskulatur spürt. Ziehen den Brustkorb zum Boden. Das Becken setzen wir nicht auf den Unterschenkeln ab. Wir gehen tiefer, gehen tiefer, gehen tiefer, gehen tiefer, gehen tiefer. Und dann lösen wir langsam wieder auf, kommen nach oben. Der Abschlussreiz, beide Arme nach oben über den Kopf, Arme gestreckt, Finger nach hinten. Haltet einfach noch mal kurz diese Position und löst auf. Diese 10-Minuten-Abfolge wird euch über die Dauer hinweg helfen, die Brustwirbelsäule aufzurichten und Verspannungen und Beschwerden in dieser Zone zu bekämpfen. Wir wünschen euch viel Erfolg damit und dass ihr ja, die Schmerzen gut bekämpfen könnt und dieses vielleicht auch mal weiterleitet an jemanden, der ähnliche Probleme hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.